Aufgaben der Prüfung von Materialien, von denen wird sich keine Lehrerin und kein Lehrer entbinden lassen. Also die Prüfung, die letztliche Prüfung, das ist schon, denke ich mal, wichtig, dass die bei den Lehrern liegt. Es ist aber so, dass Lehrende aufgrund von Zeitmangel und vieler anderer Dinge oft nicht in der Lage sind, Materialien ausreichend zu prüfen. Und da denke ich, dass zusätzliche Instrumente wie zum Beispiel der Materialkompass sinnvoll sein können. Ergänzend ist es aber sicherlich auch gut, sich über Peer-to-Peer-Netzwerke Gedanken zu machen, über offene, kollaborative Strukturen, die, glaube ich, nochmal die Lehrerperspektive auch stärker einbringen können. Also wir haben innerhalb des Projektes werkstattbpb.de eine Aktion, die nennt sich Ausprobiert. Da testen wir einmal pro Quartal ein multimediales Bildungsmaterial. Die Lehrenden, die sich daran beteiligen, es gibt einen Aufruf per Newsletter, haben 6 Wochen Zeit, das dann zu evaluieren und geben uns Feedback. Das wird sehr, sehr detailliert ausgewertet und fließt dann wieder in die Produktentwicklung und Weiterentwicklung ein. Wir haben natürlich, anders als der Materialkompass, der Materialien von außen sich anschaut, einen anderen Ansatz, weil wir ja nur unsere eigenen Materialien prüfen lassen. Uns geht es eher darum, wie sehen die konkreten Lern-Settings an Schulen aus, da wir oft aus einer Redaktion heraus nicht den Weg finden in die Schulen. Und da ist es, denke ich mal, sehr, sehr hilfreich. Trotzdem ist sozusagen es immer gut, wenn man noch weitere Instanzen hat, die die eigenen Materialien prüfen, damit man nicht betriebsblind wird.